Aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Heiltränke habe ich gerade genommen. Ich habe gerade 11 Heiltränke genommen. Wir machen es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich habe gerade 12 Heiltränke genommen. Wie mache ich das? Hä? Wie mache ich das, Leute? Wir machen es noch ein drittes Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Heiltränke habe ich gerade genommen. Und jetzt will ich euch gerne zeigen, wie ihr das auch schaffen könnt. Und zwar ist das ein spezielles Item. Und ich bin ganz ehrlich, mit 13 Heiltränken schafft man so gut wie jeden Boss. Also ihr kennt das, dass am Ende würde man den Boss fast schaffen, aber dann hat man nur einen Heiltrank. Nur einen Heiltrank zu wenig. Und theoretisch, wenn ihr eure letzte Impulszelle nochmal auffüllt, habt ihr nochmal die Chance, das nicht zu verbrauchen. Und zwar ist das ein Item. Und das Item ist das Amulett des Namenlosen. Bei Verwendung von Pulszellen besteht eine Chance, dass keine verbraucht werden. Und genau das ist eben das Ding. Es kann auch sein, dass es gar nicht triggert. Aber ihr macht den Boss ja auch nicht nur ein einziges Mal. Sondern ihr macht den Boss ja wahrscheinlich 5, 6 Mal oder so. Hier ist zum Beispiel einmal gar nicht getriggert. Und ich garantiere euch, in 10 Versuchen habt ihr locker einmal ein Ding dabei, wo ihr 2 bis 3 Heiltränke mehr dabei habt, die euch ja dann wieder heilen. Und je höher eure Heiltrankanzahl ja ist, desto öfter habt ihr die Chance, ja einen Heiltrank zu nehmen, der dann eben nicht genommen wird. Ja, also das wird mit der Zeit immer besser und besser. Und wenn ihr eure Heiltränke auch noch upgradet mit Quarz, dass sie euch mehr heilen, dann wird es noch stärker. Also übel krank, das Amulett würde ich immer dabei haben. Und wo bekommt ihr dieses Amulett? Das Amulett bekommt ihr hier beim Hund. Ihr müsst, glaube ich, den Ofen, diesen Feuerofen besiegt haben. Ich sage jetzt nicht, wo der ist oder so, falls ihr noch nicht so weit seid. Aber wenn ihr auf einen Feuerofen trefft, dann bekommt ihr was. Und wenn ihr dann auf den Hundetyp trefft, den findet ihr auch im Laufe des Spiels, dann könnt ihr bei dem Ergo des verdorbenen Engels einlösen gegen eben das Amulett des Namenlosen. Ja, also nicht ausgeben, das Ergo eines verdorbenen Engels, sondern benutzt das hier bei dem Amulett des Namenlosen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, aber soweit ich mich erinnere, gibt es das eben von dem Feuerofen. Genau. Und deswegen würde ich euch empfehlen, benutzt dieses Amulett auf jeden Fall. Es ist übel, übel krass. Ich habe das immer dabei. Ja, solltet ihr auf jeden Fall immer nehmen. Gut. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Falls ihr mehr Sachen zu Lies of P erfahren wollt, welche Sachen krass sind, dass ihr einfach durch das Game kommt mit Geheimnissen und so weiter, schaltet gerne ein beim nächsten Mal und abonniert den Kanal. Ja? Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und stay pam. Ciao.